Oh nein, ist die hässlich. Da! Okay. Also, es tut mir leid. Leonies Bugs hat sich in einen Vampir verwandelt. Vampirische Sims verzehren sich nach dem Plasma anderer Sims. Okay. Vladislaus Straut möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Ich sag mal einfach ja. Vampirenergie habe ich jetzt hier oben drin. Aber es sieht nicht ganz so schlimm aus, wie ich gedacht hatte, weil sie sieht jetzt immer noch aus wie ein Mensch. Oh, habe ich mich gerade erschreckt. Oh! Oho! Wird das jetzt eine Grabesrede hier? Oh mein Gott! Kommt der jetzt als Geist wieder? Entschuldigt, dass ich hier so viele Screenshots nebenbei mache, aber ich finde das so genial gemacht irgendwie. Aber warum ist er jetzt gestorben? Ich hätte vielleicht eine Dachterrasse, also eine Oh wow. Okay. Jetzt lächelt sie wieder. Warum lächelt sie jetzt? Geist ins Jenseits entlassen. Zuckerschädelgabe darbringen. Verbindung zur physischen Welt stärken. Die Verbindung von Vladislaus wird zu dieser Welt immer schwächer. Bald wird sein Geist verschwinden. Sobald er nicht mehr in der Lage ist, herumzuspuken und Sims heimzusuchen. Leonie kann die wohlmeinende Mächte auf der anderen Seite anflehen, ihm noch etwas mehr Zeit zu gewähren. Ja, würde ich sagen. Machen wir das mal einfach. Habe ich noch nie gemacht. Dementsprechend ist das bestimmt lustig. Okay. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Warum geht der jetzt da rein? Hallo? Der klaut meine Bücher. Der liest meine Bücher. Was zur Hölle? Inschrift eingravieren. Ich hätte eine Überdachung bauen sollen. Sorry. Kann man das sehen? Ich hätte eine Überdachung bauen sollen. Sorry. Ja. Was macht der denn hier? Dass der die ganze Zeit meine... Hallo? Der Tod ist mir die ganze Zeit die... Boah. Ich bringe ihn jetzt einfach mal was da hier. So. Was ist das jetzt? So. Was auch immer das ist, mach es. Geh weg da, du stehst mir im Bild. Oh. Jetzt hat er den Grabstein hier stehen gelassen? Und ist abgehauen? Ernsthaft?
Okay. Macht die das jetzt? Ja, sie macht es. Okay, dann nehmen wir das Ganze einfach mal mit. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das hier hinten hinstellen können. Doch, bis da können wir es hinstellen. Ich will nicht da hingehen, ich will das da hinstellen. Hallo? Und danach sammelst du bitte mal die ganzen Bücher hier ein. Also es geht ja gar nicht. Oh, ich hoffe jetzt nur nicht, dass ich da jetzt auch irgendwie sterbe oder so. Also, bis hierhin kann ich ihn hinstellen, okay. Gut. Dann schauen wir mal eben. Durst. Sie hat jetzt Durst. Vampire werden nicht so schnell durstig, aber wenn sie Durst bekommen, sollten sie von Sims trinken oder Plasmafrüchte essen. Denn ansonsten können sie ohne Vorwarnung andere Sims angreifen. Ein neues Kind der Nacht. Als älterer Vampir gehört es zu meinen Aufgaben, dich in unserer Familie willkommen zu heißen. Du wirst dich erst noch an deinen neuen Plasmadurst gewöhnen müssen. Vergiss nicht, Durst kann unangenehm sein, aber er bringt dich nicht um. Hier sind ein paar Plasmabeutel, damit du für die ersten Tage genug zu essen hast. Schütze dich vor der Sonne, dann hast du nichts zu befürchten. Okay. Wir haben ein paar Plasmabeutel. Haben wir die jetzt im Inventar? Ah, da, okay. Und sie trinkt direkt schon ein. Okay. Also da brauchen wir uns da wohl nicht drum zu kümmern, so wie es aussieht. Aber du darfst dich hier gerne mal drum kümmern, dass du den ganzen Kram hier mal wegräumst. So, das auch weglegen. Kann ja nicht wahr sein. Es kommt hier der Tod unangemeldet vorbei. Hier draußen liegt auch noch eins. Und dann lässt er hier die Bücher überall liegen. Also ich glaube, Takt. So, komm, den Rest auch noch. Okay, es ist etwas seltsam, dass sie durch die Wände gehen kann, aber okay. Was ist das hier? Vampir nur... Ach, das ist der Rang? Okay. Sehr traurig, ja, weil ich keinen Spaß habe. Ich weiß, ich weiß. Such dir mal Bauer sucht Frau. Bauer ohne Frau. Les es. Los, les es, damit du wieder Spaß hast. Vielleicht macht dir das Ganze ja Spaß. Und macht es ihr Spaß? Zumindest ein bisschen, oder? Also zumindest geht der Spaß hoch. Das ist schon mal gut. Da wir jetzt aber mitten in der Nacht haben. Wo bekommt sie denn die Sachen her, damit sie keinen Durst hat? Das ist natürlich ein bisschen... Ja, du hast auch keinen Spaß. Ich weiß, ich habe schon extra hier die Bücher hingestellt, aber ihr wollt ja alle einfach nicht lesen. Ich weiß nicht warum. Nachdem du gebadet hast, wirst du jetzt erstmal etwas lesen. So. Angel sie dir. Das liest du zu Ende oder hat... Nee, sie hat was anderes, genau. So. Und ich werde in der Zeit dann nochmal gucken. Ups. Elektronik. Also ein kleiner Fernseher, wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob ich den jetzt so benutzen kann. Ich glaube, dann brauche ich einen Tisch mindestens dafür. Der kostet schon 500. Ich meine, gut, wir sparen natürlich später irgendwann mal auf so ganz großen Fernseher.
Was war mit der Stereoanlage? Kaubumbox. Ja, sonst nehmen wir die erstmal. Die können wir uns jetzt auch leisten. Und muss ich die denn? Nee, die kann ich so auf den Boden stellen. Genau. Pass auf, dann machen wir es anders. Einschalten. Das Buch vergisst du jetzt erstmal. Nee, das wirst du jetzt aber schön weglegen, Junge. So nicht, mein Freund. So nicht. So, und jetzt gehst du da hin und schaltest das Ding ein, bitte. Wir nehmen... Eureka! Leonie Sparks hat eine neue Idee für ein Simray aufgeschrieben und damit ihren dritten Durchbruch erzielt. Wieso ist er jetzt ins Bett gegangen, nachdem er die Musik angeschaltet hat? Ist er doof? Genau, du sollst tanzen. Yeah! Wuhu! Da kommt dein Tanzpartner! Yeah! Warum auch nicht? Mitten in der Nacht um 2 Uhr sind wir einfach mal zu Hause, drehen die Musik auf und tanzen. Hauptsache, es macht Spaß. Ja komm, rock mal so richtig ab hier. Nehmen wir mal das nächste Lied. Das ist ein langsames Lied, das ist doof. Nehmen wir mal Hip-Hop. Also er hat auf jeden Fall Spaß, aber er muss gleich auch nochmal schlafen gehen. Das ist natürlich ein großes Problem. Jetzt fängt sie auch noch an zu lesen, oder was? So, mit ihr werde ich jetzt das größte Problem haben, wenn sie jetzt wieder zur Arbeit gehen muss. Deswegen müsste ich am besten mal schauen... So, dass wir die Außenwände haben. Es muss doch eigentlich so eine Überdachung geben. Überdimensionales Fenster. Nee. Vordach, oder wie nennt sich das? Markantes Vordach. Das sind aber Vorhänge. Das ist kein Vordach. Ja, toll. Schattenmarkise. Farbstreifenmarkise. Die Frage ist jetzt nur... Das ist unter Deko drin, okay. Holzmarkise UV-Schutz. Du möchtest dich vor UV-Strahlung schützen. Diese praktische Holzmarkise spendet die kühlen Schatten. Das ist doch perfekt, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass... Gibt es hier noch einen anderen Farben? Braun? Ja, gut, wir können das ja im Nachhinein, können wir es ja noch ändern. So, ich würde dann aber sagen, dass wir die hier komplett drüber machen, damit sie sich da zumindest ein bisschen aufhalten kann. Ich denke mal, ja, das habe ich mir schon gedacht, dass man das hier vorher jetzt nicht mehr machen kann. Nee, okay. Das große Problem wird jetzt nur noch sein, dass sie wahrscheinlich jetzt einfach rausgeht und dann doch das Problem hat. So
Ja, ist gut. Schalt mal aus, ja. Kannst du das verbessern? Nee, du kannst es noch nicht verbessern, okay. Ich sollte mal... Bücher kaufen. Ich sollte mal ein Buch über Technik kaufen. Fähigkeiten. Angeln, Archäologie, Mixen, Kuchen, Backen, Diplomatie, Witze, Erziehung, Fitness, Geigengrundlagen, Geschicklichkeit, Überleben ist alles. Warum einen Experten bezahlen, um deine kaputten Geräte zu reparieren? Ja, genau das suche ich. Genau das. Und dann Teil 2 können wir auch direkt schon mal hinterher schieben. So, du... Ja gut, du möchtest jetzt erstmal schlafen, denke ich mal. So, und du möchtest doch bestimmt das lesen, was wir gerade gekauft... Ach so, das haben wir für ihn gekauft. Oder? Nee. Ah, genau. Das möchtest du jetzt gerne lesen. Was macht er denn jetzt hier? Bist du dir nicht so sicher, wo du jetzt schlafen möchtest? Oder was wird das? Du hast doch die ganze Zeit rechts geschlafen. Hat die Geschicklichkeitsfähigkeit erworben. Aufgrund ihrer neuen Geschicklichkeitsfähigkeit kann Leonie jetzt Teile aus Müllhaufen recyceln und kaputte Objekte reparieren. So, und danach können wir die Upgrades machen, je höher unser Level ist. Ja, das heißt, ich weiß aber immer noch nicht, was wir jetzt gegen den Durst machen können. Wir müssen also sowieso bald arbeiten, also laufen wir, lassen wir das mal ein bisschen durchlaufen. Ja, komm, du musst das schon richtig lesen hier, ne? Genau, setz dich einfach ans Bett, um zu lesen. Alles gut. Hauptsache, du hast demnächst ein, zwei... Eureka, Leonis Bugs hat eine Idee für Rot- und Heißserum aufgeschrieben, okay? Na, na? Levelaufstieg, Level 2, sehr schön. So, da sie jetzt auch bald zur Arbeit muss, was hat sie jetzt gemacht? Was machst du, Mädel? Du sollst weiterlesen. Du kannst sowieso nichts essen. Kriegen wir es noch hin, bevor sie zur Arbeit muss, dass sie das Buch durchliest und dass sie noch ein Level aufsteigt? Ah, so langsam wie das gerade geht, glaube ich es eher nicht, oder? Muss in einer Stunde an der Arbeit sein. Was ist das hier? Trinken. Trink das mal. Nee, nochmal lesen brauchst du nicht. Du kannst es weglegen. Das ist okay. Hallo. Ich sagte nicht doch mal lesen. Sag mal, hörst du denn überhaupt nicht zu? Du darfst aber gerne den zweiten Teil davon lesen. So, und du... Stopp, stopp, stopp. Du musst ganz dringend auf Toilette. So. Du musst vor allen Dingen ganz dringend eigentlich auch dich fertig machen für die Arbeit. Weil du müsstest jetzt schon da sein, du Trottel. So. Dann schick mir dich jetzt mal schnell zur Arbeit. Ist das die Arbeit? Ja. Ja, du brauchst nicht paranoid zu werden. Durchbrüche erzielen. Das haben wir auf jeden Fall gemacht. Das ist schon mal gut. So, das können wir noch ein bisschen beschleunigen, bis sie zur Arbeit gehen muss. Und ich würde sagen, dass ich das Ganze dann auch etwas beschleunige.
Du sollst das eben nicht mehr lesen, du sollst zur Natur gehen, sage ich schon, zur Arbeit gehen. Das kannst du später weiterlesen. Nein, ich möchte sie alleine losschicken. Und zwar mache ich das jetzt deswegen, weil ich diese Episode damit erstmal beenden werde. Und ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.